willkommen zurück zu einer neuen Folge hier zu ProTrain Perfect 2 mit mir, dem Bio. Schön, dass du wieder vorbeischaust und hier mehr sehen willst von unserer heiligen Fahrt hier. Ihr seht's, ne? Fahren hier mit einem schönen Regio nach Trier Hauptbahnhof. Fahren. Das ist dieser ProTrain Perfect 2, also nicht wegen der Grafik meckern oder sowas. Sie ist halt nostalgisch, kann man es schon fast sagen. Und ich mag das, muss ich gestehen. Ich mag das. Und solange man ja selbst Spaß hat, ist ja alles in Ordnung. So. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Noch ein bisschen was vor uns. Ach. Das ist mal nicht eben schnell. Aber wenn man da hier auch nur 80 fährt, den ist es doch kein Wunder. Joa. Sonst freut mich natürlich, dass ihr wieder vorbeischaut, mehr sehen wollt. Ich hoffe, euch gefällt das hier genauso wie von dem, nur so ein bisschen wie dem Microsoft Train Simulator halt. Jeder hat so seine Vorlieben, was so den Simulatoren auf jeden Fall angeht. Wie gesagt, viele schwören ja auf den Train Simulator von Dovetail Games. Weiß nicht, ich komme da. Er ist nett. Aber mehr als nett würde ich jetzt auch nicht beschreien. Ich jetzt gestehen muss. Aber da ich ja sowieso eher auf so diese ganzen Ulti-Spiele stehe. Ja. Müsste man ja wissen, dass ich eigentlich ja da auch dann halt diese alten Zugsimulatoren perfekt finde. Das, wie gesagt, das war alles so meine Zeit von früher. Das waren so die Spiele, die wir damals zur Verfügung hatten. Und also ProTrain Perfect 1 noch damals. Das ist jetzt der zweite, der ja 2010 erschienen ist. Also so alt ist er ja Gott sei Dank noch nicht. Ich weiß gar nicht, wann ist denn der Train Simulator von Dovetail Games erschienen? Das müsste man glatt mal erfragen. Das müsste man glatt mal erfragen. So. Haben wir eine gute Fahrt vor uns hier. Dann müssen wir die nächste Seite wieder umblättern. Oh, da steht ein Kaffee. Apropos Kaffee. Nein, ich habe ja meinen Kaffee vergessen. Verdammte Axt, aber wirklich. Muss ich gleich in der Pause mir noch holen. Ich habe den Kaffee gemacht und den wieder nicht geholt. Ganz traumhaft. Ja, das ist cool. Ja, diese Passage hier so. Mag ich schon.
Was mich halt immer so ein bisschen an den Pro-Trails Perfect immer stört oder was mir persönlich bei Trails of New Era halt stört, dass du da das Spiel an sich ja kaufst für 30 Euro oder sowas, was es kostet. Und dann bezahlst du für manche Aufgaben musst du extra Geld bezahlen für Aufgaben. Du hast dann kaufst die Strecke und dann hast du aber nicht automatisch gleich die Aufgaben mit dazu. Nee. Das kostet extra. Wie heißt es hier? Krühlburg. Ja, hat er ja gesagt gehabt, dass wir ja daran vorbeifahren, dass es hier keinen Halt gibt. Mann. Bin hier immer nur am Bremsen. Ja, toll. Soll ich auch noch vergessen zu hupen. In Krühlburg fahren wir ja vorbei, da gibt es keinen Halt. Ja. Der Christian schrieb, hat ihn auch mal, aber dem Christian hat es nicht so gefallen. Ja, wie gesagt, war ja bei mir genauso. Bei mir war ja der Train Simulator super wichtig gewesen. Und ja, jetzt mittlerweile muss ich gestehen, gefällt mir Pro Train Perfect. Wenn man sich halt wirklich eingespielt hat und die ganzen Tastenbefehle so auf der Tastatur dann drin hat, ja doch, dann gewöhnt man sich dran. Ich habe halt immer bloß das Problem, weil ich mag das nicht mit der Maus zu spielen. Ich muss das halt immer so wirklich mit der Tastatur spielen. Und ja, da muss dann natürlich, muss es funktionieren. Wenn du dann diese ganze Steuerung so nicht drin hast von den Simulatoren, ja, dann ist das blöd. Das war nämlich zum Beispiel ein Vorteil gewesen von dem Train Simulator von Dovetail Games. Ja, der hat fast die gleiche Steuerung drin wie der von Microsoft Train Simulator. Von daher war natürlich die Steuerungsübernahme super simpel. Und hier ist sie halt anders. Dass man sich erstmal dann dran gewöhnen muss. Also ich muss ja gestehen, ich habe ja schon ja, ein bisschen vorher gespielt halt schon, damit ich natürlich auch diese Steuerung reinbekomme. Weil es bringt mir nichts, wenn ich hier an der Steuerung mich festhänge. Na. So. Uhr, sollen wir da sein? Also sollen wir da sein? Ob wir es sind, ist natürlich eine andere Frage. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Wer mich hier schon so eine Weile zuschaut, weiß, dass es leider nicht der Fall ist, dass wir mal pünktlich sind. Das wäre auch mal ein bisschen schön, wenn ich es mal hinbekommen würde, dass man hier auch mal ein bisschen pünktlich irgendwo mal ankommt. Irgendwann wird es eine Mission geben, da bin ich pünktlich, dann wird das meine absolute Lieblingsmission. 127. 131, 4. Okay. Dürfen wir nicht vergessen. Also ab 130 sollten wir schon langsam drauf achten. Ach ja, es geht hier immer berghoch, bergab, berghoch, bergab. Da musst du dann halt. Nächster Halt, Bitburg-Erdorf, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Fahrtrichtung rechts. Ist aber noch ein bisschen, oder? 129.
Also das ist schon. Ah, stark gebremst. So, 131,5, Tatsache, wir sind da. So, bremsen. So, Türe öffnen. Tür links, Tür offen. So, wow, guck mal. Uhu. Wir sind mal pünktlich, eine Minute. Pünktlich, das ist ja der Wahnsinn, dass ich mal das sagen darf, dass ich mal pünktlich irgendwo bin. Ist ja der Knaller. So. Ah ja, das gefällt mir alles. Also bin ich total von angetan. ProTrim Perfect. Dafür, dass ich ihn gehasst habe, muss ich gestehen, gefällt mir das mittlerweile sehr gut. Deutsche Bahn. Wie sieht denn jetzt eigentlich denn unser nächster Halt ist dann wieder in Speicher? Kordel. Fahren wir an Hüttingen vorbei. Philippsheim. Nächster Halt ist dann in Speicher. Okay. Speichern. Da sollten wir vielleicht dann noch speichern. Schön, schön. Also, es gefällt mir. Also, doch, das hat was. Das finde ich hübsch, nett, putzig. Echt schon 2 Minuten? Tatsache. Waren echt schon 2 Minuten? Schade, dass die Spiegel nicht funktionieren. Aber das wären wahrscheinlich auch nochmal so ein richtig schön Ressourcenkiller gewesen, sobald die Spiegel noch mit eingebaut hätten. Gut. Also unser nächster Halt wäre dann wieder ab 1,42. Das kann ich. Das dürfen wir jetzt hier 70. Ja, aber dass wir mal pünktlich irgendwo mal ankommen, ist ja der Wahnsinn.
bedeutet doch irgendwas. Oder das muss doch was bedeuten. Joa, so ist das. Tunnel ist ein bisschen einfach nur schwarz. Hätten sie mal noch ein bisschen hübscher machen können. So für meinen Geschmack halt. Aber sonst, wie gesagt, außer das, es ist halt wirklich sehr, sehr waldig, ne? Links und rechts, du hast kaum eine Sicht oder sowas. Sicht nach sonst irgendwas. Sieht ein bisschen aus wie Landkreis Forsthausen. Habe ich auch so gemacht, dass man halt wirklich links und rechts eigentlich so gut wie nichts sieht, um die Performance halt natürlich dementsprechend in die Höhe zu treiben, ne? Muss ja nicht allzu viel laden. Ab und zu kommt mal eine Brücke, mal so ein paar Schildchen oder sowas, damit es ein bisschen Abwechslung kommt. Aber wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall noch hoffentlich DLCs angucken oder Add-ons, die dann halt ein bisschen hochwertiger sind. Denn ich habe mal getestet gehabt, eine Strecke, und die war leider nicht so gut. Da hat er die Objekte nicht geladen, warum auch immer. Hoffe, dass das daran lag, weil irgendwie was, ja, so eine Art Demo drauf ist oder sowas, weil die packen ja immer nur Demos drauf, du hast ja keine, kaum Strecken drauf. Hoffe ich mal, dass es jetzt sowas dann halt war. Das war jetzt dieses Hüttingen oder wie das hieß. Ach, 80. Weil mir jetzt hier gleich die Notbremse reinhaut, doch immer mal ein bisschen stärker bremsen. Bin ein bisschen zu schnell hier. Klack, klack. Oder ist gleich schon wieder 70. Weißt du, dann gibst du mal ein bisschen Stoff, ja, und dann ist gleich wieder 70. Ja, so ist es. Ihr Lieben, die Folge ist aber zu Ende. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr denn zur nächsten Folge wieder einschaltet. Zu einer neuen Folge Pro Train Perfect 2. Und verabschiede mich an dieser Stelle. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.